Das ist eine Straße in Köln. Also hier bei uns in Deutschland. Hier wohnen Valentin und Cécile. Und wenn sie zusammen mit Freundin Frieda aus dem Fenster schauen, dann können sie manchmal solche grünen Vögel entdecken. Moment, das ist doch ein Papagei. Er hat lange grüne Schwanzfedern und einen roten Papageienschnabel. Ein wilder Papagei in Deutschland? Kann das wirklich sein? Ist es hier nicht viel zu kalt für Papageien? Das wollen wir genauer wissen. Vor allem, wie schaffen es die Papageien hier zu überleben? Wir entdecken die Papageien oft auf diesem Baum. Eine Zierkirsche mit vielen Blüten. Dieser Papagei ist ein Halsbandsittich-Männchen. Halsbandsittiche leben eigentlich eher in Afrika, Afghanistan oder Indien. So sieht das Halsbandsittich-Weibchen aus. Ohne Band am Hals. Unsere deutsch-indischen Papageien knabbern also schon mal gerne an den Blüten der Zierkirsche. Abends fliegen sie wie auf Kommando davon. Alle in eine Richtung. In diese Straße. Sie liegt mitten in der Stadt und hat sehr viel Verkehr. Aber es gibt hier auch ein paar Bäume. Ganz weit oben auf den höchsten Ästen entdecken wir unsere Papageien. Aber nicht nur die. Da sitzen noch jede Menge anderer Halsbandsittiche. Dieses Halsbandsittich-Männchen putzt sich erstmal sehr gemütlich die Federn. Bereiten sich die Papageien vielleicht so auf die Nacht vor? Der hier gähnt auf jeden Fall schon mal kräftig. Direkt unter den Bäumen tobt der Feierabendverkehr. Das scheint die Papageien nicht zu stören. Die Bäume sind gar nicht weit vom Rhein entfernt, der mitten durch Köln fließt. Gleich wird die Sonne untergehen. Wir warten, bis es dunkel ist und beobachten, was die Papageien machen. Auch nach Sonnenuntergang kommen immer noch viele Papageien aus verschiedenen Richtungen angeflogen. Es scheint so, als ob sich Papageien aus ganz Köln hier für die Nacht zum Schlafen versammeln. Wir sind jetzt ganz sicher, dass sehr viele Papageien in Köln leben. Experten glauben, dass es über 3000 sind, nur in Köln. In den Schlafbäumen wird es nur langsam ruhiger. Ständig fliegen Papageien hin und her, als suchten sie einen noch besseren Platz. Warum das so ist, das sehen wir unter den Bäumen. Da ist alles vollgekackt. Das wollen die Papageien natürlich nicht auf ihren schönen Federn haben. Auch als Fußgänger oder Radfahrer muss man unter den Schlafbäumen gut aufpassen, wo man hintritt oder ob man etwas von oben abbekommt. Trotzdem wollen die Papageien nachts zusammen im Baum sitzen. Papageienforscher glauben, dass sie gemeinsam sicherer übernachten können. Jeder passt auf jeden auf. Außerdem lernen sie sich hier untereinander sehr leicht kennen. Es können sich Paare finden, die dann gemeinsam Nachwuchs bekommen. Aber warum haben die Papageien ihre Schlafbäume mitten in der Stadt? Ausgerechnet an einer lauten, vielbefahrenen Straße. Das liegt vor allem daran, dass die Bäume nah am Rhein sind. Hier ist es nachts und im Winter immer ein bisschen wärmer. Der viele Verkehr wärmt die Luft noch zusätzlich. Wo es in Deutschland für Papageien am wärmsten ist, kann man am besten an Pflanzen erkennen. Das sind Blüten vom Apfelbaum. Wo sie im Frühjahr zuerst aufgehen, da ist der Winter nicht so kalt und es wird schneller warm. Und das brauchen die Papageien. So sieht eine Wärmekarte von Deutschland für den Winter aus. Das Rote, vor allem im Westen, sind die wärmeren Gegenden. Das Blaue sind die kühleren Bereiche. Die roten Stellen zeigen nicht nur den frühesten Beginn der Apfelblüte, sondern auch den von anderen Pflanzen, die für Papageien zum Überleben wichtig sind. Jetzt schauen wir noch einmal nach, wo auf der Karte der Rhein ist. Da ist er. Das blaue Band. Genau da leben die meisten Papageien. Das viele Wasser des Rheins wirkt im Winter wie eine riesige Heizung. Es erwärmt die Luft drumherum ein bisschen. Deswegen wird es nachts auf den Schlafbäumen im Winter nicht so kalt. Das ist schon mal gut für die Papageien. Das ist aber noch nicht alles. Der Rhein im Frühling. Viele Bäume haben hier schon Blätter und Blüten. Woanders noch nicht. Und die Blüten und Blätter sind für die Papageien sehr wichtig. Das ist ein großer Alexandersittich, der eine Blüte frisst.
noch eine Papageienart, die in Deutschland lebt. Die beiden hier sind ein Pärchen. Das interessiert uns besonders, denn nur wenn Papageien auch Nachwuchs bekommen, können sie auf Dauer in Deutschland leben. Logisch. Die beiden sind jetzt meistens zusammen. Sie putzen sich sogar gegenseitig die Federn. Das bedeutet, dass sie sich sehr wohl miteinander fühlen und Nachwuchs bekommen wollen. Und für den Nachwuchs brauchen Papageien eine Baumhöhle. Große Bäume gibt es in Parks, so wie in diesem hier. Die Stämme haben an manchen Stellen solche Löcher. Da suchen die Papageien nach einer passenden Höhle für ihr Nest. Das ist gar nicht so einfach. Manche sind zu klein oder zu groß und die besten leider meistens schon besetzt. Dieses Weibchen hat schon eine Bruthöhle. Darin hat es Eier gelegt, sie ausgebrütet und jetzt müssen die Papageienbabys in der Höhle gefüttert werden. Was da drin passiert, können wir nicht filmen. Es sieht aber ungefähr so aus. Hier füttert ein Papageienmännchen sein Weibchen. Für all das Füttern wird jetzt sehr viel zum Fressen gebraucht. Für die wilden Papageien ist es deshalb sehr wichtig, dass es schon früh im Jahr genügend Fressbares gibt. Dieser hier holt sich Schoten vom Ahornbaum. Mit dem Fuß hält er sie fest und mit Schnabel und Zunge pickelt er sich das Samenkorn heraus. So können Papageien viele verschiedene Pflanzenteile fressen, an die andere Vögel nicht rankommen. Ahornsamen haben einen großen Vorteil für Papageien. Es gibt sie auch im Winter. Mit Samen, verschiedenen Früchten, Knospen und mit Blüten schaffen es die Papageien zu überleben. Aber nur da in Deutschland, wo es im Winter nicht so kalt ist. Vor allem am Rhein. Ob die ersten Papageien vor über 50 Jahren bei uns ausgebüxt sind oder einfach freigelassen wurden, das weiß niemand so genau. Dass sie sich jetzt in einigen wärmeren Städten Deutschlands sehr gut eingelebt haben, das ist aber sicher. Wenn ihr also mal in Düsseldorf, Wiesbaden oder Köln unterwegs seid, könntet ihr vielleicht einen Moment lang glauben, ihr wäret in einem anderen Land.